Hallo und herzlich willkommen zu den News der Woche hier bei Autoforie. Der 2018er Ford Mustang GT bekommt einen Quiet-Knopf für die Abgasanlage. G-Power haut mal ordentlich mehr Leistung drauf auf den B57, nämlich den 6-Zylinder-Diesel mit 4 Turboladern von 400 auf 460 PS und von 67 auf 860 Newtonmeter Drehmoment. Und der ganze VW-Konzern haut ordentlich Prämien für Neuwagenkäufe raus. Am 6. September feiert der Nissan Leaf seine Premiere, aber schon jetzt sorgt er für Furore, nicht nur durch seine Aerodynamik, die aus dem Flugzeugbau kommt, sondern auch durch das E-Pedal. Und dabei braucht man im normalen Fahren nur noch ein Pedal, das übernimmt dann auch Bremsen und Beschleunigen. Jetzt aber weiter mit den News. Der VW Polo ist seit letzter Woche bestellbar und ganz ehrlich, VW, da muss man schon fragen, was das genau sollte. Zum Bestellstart ist der Polo erstmal nur mit 1 Liter Motoren mit oder ohne Turboaufladung zu bekommen bis 100 PS. Basispreis 12.975 Euro. Und was es zu diesem Preis gibt, ist echt lächerlich in meinen Augen, denn eigentlich gibt es dazu nur 65 PS Motor, 4 Sitze und that's it. Denn der Polo ist sehr, 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 sehr nackig in der Basisausführung, hat nämlich nur eine Plastikverblendung statt einem Radio oder auch gar nur einer Radiovorrichtung. Der Seat Ibiza ist zum günstigeren Preis deutlich besser ausgestattet. Ich bekomme da mal zum Vergleich einfach mal aus dem Konfigurator ein Bild aus dem Interieur. Die Comfortline-Version mit etwas mehr Ausstattung startet dann mit 65 PS bei 15.150 Euro. Der 95 PS 1,0 TSI in Comfortline startet bei 17.200 Euro. Optional gibt es den auch mit 7-Gang DSG für 1.500 Euro Aufpreis. Die Highline-Version dann nur mit den Turbo-3-Zylindern ab 18.000 Euro mit 95 PS. Hier kostet das DSG 1.575 Euro Aufpreis. Die Erdgas-Variante und der GTI folgen laut VW noch bis Ende des Jahres. Und wie auch schon bei der Weltpremiere von uns erwähnt, selbst die Highline-Ausführung hat nicht die LED-Rückleuchten serienmäßig. LED-Scheinwerfer und auch LED-Rückleuchten gibt es ab Comfortline, sind aber in jedem Fall auch in der Highline aufpreispflichtig. Ebenfalls bestellbar ist jetzt auch der Tiguan Allspace und für die 21,5 cm mehr Länge ist der Aufpreis doch geringfügig. Im Vergleich mit einem normalen Tiguan ist der Preis nämlich nur um 1.800 Euro höher. Der Basispreis liegt bei 29.975 Euro für den 1,4 TSI mit 150 PS. Mit 150 PS TDI startet das Ganze bei 32.850 Euro. 7-Gang DSG kostet wie bekannt 2.000 Euro Aufpreis. 4Motion Allradantrieb kostet 2.025 Euro Aufpreis. Und der 240 PS starke Biturbo Diesel gibt es nur in der Highline ab 46.600 Euro. Dann noch kurz zum Porsche Cayenne, dessen Premiere steht noch im August an. Er nutzt zwar die Basis des Q7, soll aber kürzer, leichter und vor allem dynamischer sein. Das Interieur können wir weitestgehend von Panamera übernehmen. Dabei auch die Motoren, obwohl jetzt aktuell das Gerücht umgeht, dass die Dieselmotoren für den neuen Cayenne komplett gestrichen werden sollen. Und zum Abschluss noch ein Gerücht, der AMG GT mit 4 Türen soll ja auch nächstes Jahr kommen, 2019 dann sogar als Hybrid mit über 800 PS. Und jetzt allerdings der Hinweis, der GT-Viertürer, der wahrscheinlich nicht GT4 heißen wird, denn da gibt es schon den Rennwagen, ist sehr viel näher an der E-Klasse als am GT. Das fängt schon damit an, dass man die Antriebe davon übernehmen wird. Das heißt nicht das Transaxle-Prinzip, wo das Getriebe wie etwa beim GT hinten liegt, sondern komplett vorne. Das heißt, der GT-Viertürer wird sehr nah an einem E63 sein und dementsprechend auch mit dessen 612 PS V8 Biturbo in den Markt starten im nächsten Jahr. Das war's schon mit den News der Woche. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr belohnt das Ganze mit einem Daumen nach oben. Abo dalassen, Glocke aktivieren und dann sehen wir uns auch garantiert beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao.